Fortsetzen. Hat er gar nicht gespeichert? Oh, wir müssen das nochmal machen. Gibt's keine Speicherpunkte? Ich hab doch gespeichert. Okay. Blasted door will not open anymore. We can't carry the damn bastard up on the stairs. Aye, leave the bloody fool. No use for a man like him at home. Leaves for the bloody fool. Okay. Sie kriegen uns nicht nach oben. Aber ist egal, wir sind trotzdem wieder da. Oh, geht sie mir schlecht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, WASD zum Gehen. Ich will mal gucken, ich kann tatsächlich, glaube ich, nicht laden, ne? Okay, nichtdestotrotz weiß ich ja, was geht. Wir hatten hier, war das hier? Irgendwo, genau hier. Trinken. Eine Infanteriewasserflasche. So, und schon geht's uns besser. Einfach was trinken. So. Okay. Ich weiß immer noch nicht, ob das die Demo ist. Habe ich mal letztes Mal schon gesagt. Tut mir leid dafür, dass wir es nochmal spielen müssen von hier vorne. Aber wir sind ja jetzt ein bisschen schlauer. Wir wissen ja jetzt, dass wir auch Türen öffnen können. Wenn sie zu öffnen sind. Mein Gott, was ist denn heute los? So, hier haben wir wieder den Text irgendwo, ne? Da war doch hier irgendwo, ne? Oder? War das nicht hier? Hatten wir hier nicht einen Zettel gefunden? Doch da. Da war doch was. Ich wollte gerade sagen. Genau, ein Projektorbild. Was wir uns angucken möchten. Da ist irgendwas drauf. Man kann es so schlecht erkennen. Schauen wir mal. So. Tür ist zu. Hallo? Ward Storage? Ah, die ist schon immer offen. Guck mal an. Streichhölzer. Schachtel mit drei Streichhölzern. Kann mit Hilfe von rechten Mausbutton angezündet werden. Ja, das wissen wir ja schon. So, hier sind auch noch Rettungswesten. Ich weiß ja nicht, ob der Kahn hier kurz vorm Untergehen steht. Wir hatten, glaube ich, ja irgendwas auch gelesen gehabt, ne? Wo waren das nochmal? Hier war eine... Ein beschädigtes Foto eines Trupps. Genau, die Gesichter sind durchgestrichen und zerkratzt und alles. Nehmen wir mal mit oder auch nicht. So, ansonsten ist hier, glaube ich, auch nichts drin. Hello? Anyone here? Eine summende Lampe. Genau, hier hatten wir einen Text. 23:45. Dort steht, Warnung, Torpedoangriff. Unser Boot ist um 23:45 von einem deutschen Torpedo getroffen worden. Eine Evakuierung wurde eingeleitet. Bitte alle an Deck versammeln. So. Okay. Genau, hier hatten wir eine Tür, die zu war. Da brauchen wir einen Schlüssel. Hier ein Schloss, wo ich jetzt mittlerweile, glaube ich, weiß. Oh, hier liegt noch was. Oh, Streichhölzer. Jetzt haben wir 6 Stück. Es ist sehr dunkel hier. Ich mache mal Licht an. So, das wissen wir noch. Genau, hier war noch ein Zettel oder eine Postkarte. Was stand denn da nochmal drauf? Ich will nicht prahlen, aber schlemme deine Augen auf diesem herrlichen Schiff, wohin sie uns transportieren. Steht da wirklich Schlemme? Schlemme, ja, okay. Da steht Schlemme. Hallo? Ich würde die Postkarte gerne einmal drehen. So sieht das also aus. Die RMS... Hallo? Alter, ich hasse das. RMS Valdius oder Vallibus. Kann sein, glaube ich. So. Ja. Hier ist zu. Wir haben also nicht Business Class gebucht, so wie es aussieht. Ich zünd mal an. Ich finde das voll witzig, wenn ich das anzünde, das Streichholz, dann geht meine Tastatur auch an. Die leuchtet dann so komisch. Links, wo ich WASD habe, ist rot und rechts ist gerade angegangen. Wieso ist jetzt hier zu? Ach ja, war beim letzten Mal auch, ne? Hallo?
Entschuldigung. Meine Zeugenaussage. Als die Morgensonne die Felder beleuchtete, stellten sich die schottischen Jungs zum Kampf auf. Irgendwegen schlug mein Herz aus meiner Brust. Ihretwegen, Entschuldigung. Als das ohrenbetäubende Geräusch der Dudelsäcke, die Schottland spielten, hallte der Tapfere durch die Gräben. Die jungen Kletter scheinbar ohne Zweifel über die Spitze. Nachdem alle weg waren, sah ich einen Mann übrig. Er saß da und weinte. Sein Offizier schrie ihn vergeblich an. Der Mann blieb das Letzte, was ich sah. So schlug ihn der Offizier mit einer Pistole und folgte dann seinen eigenen Truppen. Das ist eine Zeugenaussage. Ein unvollendeter Brief. Ich würde ihn gerne lesen. Hatten wir, glaube ich, schon. Liebste Familie, ich bin jetzt seit insgesamt 2 Tagen auf diesem Schiff und wurde durch einige der Ereignisse gestört. Platz hinter verschlossenen Türen. Aber der ersten Nacht im Flur einer der Stationen gab es spürbar Aufregungen in der Besatzung und unglaubliche Laute, schmerzhafte Schreie, die von einer einzigen Stimme ausging. Dies ist seit 2 Nächten der Fall. Und auf Nachfrage sagte die Crew... Ja, unverendet. Das ist ja ganz toll. Klingt alles spannend. Das ist jetzt von vorne, ja. Das ist jetzt ganz von vorne. Es ist offen. Die Tür auch. Das ist das Schiff, ne? Ein Modell eines Schiffes, eines Rumpf. Okay. So. Schlüsselcode-Tür 6. Ja, da wissen wir ja, das ist ja das, das müsste das hier sein. Das geht mit dem Mausrad. Hat niemand gehört. Ich bin mir ziemlich sicher, das hat niemand gehört. Hallo? Irgendein medizinisches Dokument. Okay. Kritische Medakte 3. Eisenstangenfall. Unbekannte Soldaten der Kavallerie bei Bewusstsein mit einer 12,5 cm langen Eisenstange durch den Kopf aufgefunden. Patient wurde innerhalb der 12 Stunden nach Auffinden zum nächstgelegenen Arbeitsort nach England gebracht. Tag 1 des Transports. Patient bei Bewusstsein, deliriert jedoch als Folge der schweren Hirnverletzung, faselt vor morbiden Themen und achtet nicht auf Befehle und Bitten, diese Äußerungen zu unterlassen. Tag 2 des Transports. Der Patient entwickelt eine Infektion im Wundbereich und begann allmählich zu schreien, was sich in einen kontinuierlichen Schmerzschrei entwickelt. Der Patient erhielt Rum und später Morphium, jedoch ohne Erfolg. Nacht, Tag 2. Patient tot, in seinem Stationsbett aufgefunden. Warum werde ich das Gefühl nicht los, dass dieser junge Mann mit der Stahlstange in seinem Kopf... dass wir den wiedersehen werden. Weil diese Schreie und alles, das schrieb ja der eine da quasi in seinem Tagebuch. Das ist ja ein ganz toller Raum. Ist das hier vielleicht sein Räumchen? So. Okay. Wir benötigen doch einen Schlüssel, ne? Für diese Tür hier. Ja, ich brauche einen Schlüssel. Da ist auch ein Zettel an der Wand, irgendeine Notiz.
habe nur noch 3 Streichhölzer. Was mir gar nicht gefällt. War das vorher schon? Ich glaube ja, ne? Okay, hier ist der Lift. Der geht ja anscheinend nicht. Wer soll denn bitte da sitzen? Es müssen sehr kleine Menschen gewesen sein, die hier auf dem Boot existieren. So. Ich finde es gut, dass man bei dem Spiel keine Lautstärke einstellen kann. Das ist ganz toll. Das macht das Ganze authentischer und vor allen Dingen auch sehr schön laut. Kann ich Türen schließen? Nee, ne? Vielleicht ein Zwergenschiff? Ja, das kann sein. Hier, die Tür, kann ich die zudrücken? Nein, okay. Schade. Das haben wir schon gesehen, das Bild. Ein Inventar haben wir leider nicht, ne? Ja, es war ja ein Torpedoangriff, ne? Aber das Schiff scheint ja auch nicht zu sinken oder so. Und wo muss ich jetzt hin und was muss ich tun? Das ist vielmehr die Frage. Hier ist eine Wand. Ich will jetzt ungern Streichhölzer verbrauchen. Oh, hier waren wir gerade drin. Dann gehen wir mal da hinten rechts nochmal. Ich fühle mich gerade ein bisschen unwohl, muss ich zugeben. Was passiert, wenn ich Licht ausmache? Ach, geht nicht, okay. Ja, ganz toll. Das können wir nicht mehr anmachen. Wir können den Zettel nochmal lesen, wenn wir wollen, aber Zeugenaussage vor allen Dingen, ne? War das der Zettel mit Zeugenaussage? Nee, das war Dings. Wo war der denn? Wann? Hier war das, ne? Hier war das. Achso, das war ja keine Zeugenaussage mit diesem Dings. Mit den Schreien, das hatte er in seinem Tagebuch da geschrieben. So, meine Frage ist jetzt, wo müssen wir hin, was müssen wir tun? Müssen wir einen Hebel drehen? Nein. Gibt es hier noch irgendwas, was wir vielleicht nutzen können? Auch nicht. Hier waren wir auch schon drin, ne? Wo geht's hier hin? Das geht noch nicht. Oder vielleicht auch gar nicht, weiß es nicht. Diese Jacke habe ich jetzt schon häufiger gesehen. Das Bild hatten wir übrigens mitgenommen, ne? Ja, okay. So. Da ist schon wieder diese Jacke. Die gab es wahrscheinlich im Dutzend billiger. Okay, die ist zu. Wo müssen wir denn hin? Hallo? Ich bin hier unten. Hallo, mir geht's wieder gut. Okay, das ist nur ein Bild. Das ist kein nutzbares Objekt. Man kann auch nicht rausgucken, ne? Schwarz wie die Nacht ist es draußen. Was ist das? Die Menükarte, ne? Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Okay, aber keine Uhrzeit. Ja, Uhrzeit steht auch, aber kann man nicht lesen. Ich kann auch rennen. Wo bist du online?
er oder alle waren sehr unterernährt. Das kann auch sein. Hallo Sleppard, grüß dich. Oh, ein Schlüssel. Okay, man muss sich also sehr gut umgucken. Der Schlüssel wird für die Tür sein, gehe ich von aus. Er? Wer ist... Das erinnert mich gerade so an Close to the Sun, not wie es hieß. Boah, das mit dem Schiff. Viel zu wenige Horror-Games spielen im Schiff. Anweisung des Stationsleiters. Aha. Was soll man da... Was? Hä? What? Evacuations Plan. Okay, B. A, die Kreuzung. Ja, hinten ist die Küche. Da sind, da unten sind irgendwie keine Punkte, also irgendwie so punktemäßig. Und da hinten ist B irgendwie was in, was ist das für ein Raum? Warte mal, wenn das die Kreuzung ist, ist das der Raum? Da ist das, da sind wir jetzt drin. Da waren wir noch nicht bei B. Oh, zum Crouchen. Will ich hier rein? Na toll. Na großartig. Das wird immer besser. Wenn es einer hat, das Streichholz auspustet, ne? Dann ist was los. Ah, wir sind hier, okay. Einige Türen können aufgebrochen werden, wenn du gegen sie rennst. Okay. Not run into the door. Ich will hier gar nicht sein. Okay. Wir sind also hier jetzt runtergegangen, ja? Zu... Okay, Stairs to G-Deck. Wir waren im G-Deck. Und jetzt sind wir noch tiefer. Wir wollten normalerweise nach oben, oder? Hallo? Main Room. Okay, hier sind die ganzen Kessel von den Maschinen. Maschinenraum wahrscheinlich. Das gefällt mir gar nicht. Du brauchst einen Schlüssel. Oh, Streichhölzer, die kommen wie gelegen. Hüllendamage, Breach. Okay. Also da unten haben wir einen Hüllenschaden. Was? As a soldier, what did you reckon your expectations to be? Well, we all went to fight. We left our families, our bloody lives. Come on. We needed everyone for our king. Every bloody day they said, if one dies, we all suffer. Don't delude your way out of it. It will happen. Let your soul rest. That what happened will never happen again. Bloody hell. If only we knew what a killer a bloody coward can be. I know what you're looking for. The way out? Never. This will never end. Das klingt vertrauenswürdig, wenn ich das mal so sagen darf. Es wird niemals enden. Und du? Was? Was?
keine aufgeschlossen jetzt gerade? Hallo? Wer lief denn hier gerade? Was? To the rooftop. To the rooftop. Oh yeah. This way to was? Stern. Ich gehe erstmal hier lang. Ich bin mutig. Ich bin mutig, lala. Ich bin mutig, tralala. Das ist ganz toll. Ist auch alles sehr beruhigend hier. Nummer 2 Boiler Room. Wir kommen also in einen weiteren Boiler Room. Mhm. Oh nein. Induction Plan. Boiler Room Generators. Ach du Heiliger. Gibt's hier vielleicht eine Anleitung? Schon wieder diese Jacke. Und diese schön detaillierten Tapeten. Oder was auch immer es sein soll. Ich will hier gar nicht drücken. Ich weiß nicht, was passiert. Deswegen lasse ich das erstmal. Da kommen wir nicht rein.